Im Finale spielt jetzt Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München und da machen wir jetzt mal den Vergleich. MAN gegen MAN. Also Mann gegen Mann, wa? Los jedes mit den Abwehrchefs. Hummels gegen Boateng. Der Boateng, das ist eine Bank. Tolle Klamotten, tolle Technik. Dem macht in Sachen Mode und Fußball, macht dem keiner was vor. Aber der Mats Hummels dirigiert bei uns als Kapitän die Abwehr vom BVB. Ja, aber modisch ist der Mats nicht ganz so auf der Höhe wie der Boateng. Ja, muss er auch nicht. Dafür hat er doch die Kati. Das weiß doch jeder. Ja, aber in der Zweikampfquote, mein Lieber, da liegt der Boateng mit 71,7% knapp vor dem Hummels mit 67,8%. 1-0 für die Bayern. Jetzt Marco Reus gegen Mario Götze. Der Marco Reus hat sich beim BVB in allen Belangen nochmal richtig gesteigert. Der ist verletzungsfrei geblieben. Der ist in der Form seines Lebens, das sag ich dir. Ja, aber der Mario hat uns zum WM-Titel geschossen. Auch wenn der Götze beim Pep im Moment keinen Ball bekommt, wa? Ja, 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 bla, bla. Ganz ehrlich, Marco Reus hat die Nase eindeutig vorne. Punkt für den BVB, so sieht das aus. 1-1. Jetzt Pierre-Emerick Aubameyang gegen Robert Lewandowski. Ja, sicher alles, was der Levi kann, weißt du? Das hat der alles von mir. Torriecher, Technik. Oh, so. Genau. Der gibt immer Vollgas, der Junge. Sensationeller Typ. Hör mir mal gut zu. Unser Paradiesvogel ist auf der einen Seite Afrikas Fußballer des Jahres, dann hat er die eingebaute Torgarantie und er hat 2 Tore angekündigt fürs Finale. Das weiß doch jedes Kind. Also ganz ehrlich, der Robert Lewandowski, der hat auf der einen Seite mehr Tore geschossen und mehr Torschüsse abgefeuert. Ja, aber dafür gleicht der Aubameyang das mit Selbstbewusstsein aus. Das kennst du doch auch. Also Icke, wir zwei, wa? Also ich sag mal unentschieden. Es bleibt beim 1-1, Freunde. Und den kompletten Vergleich Mann gegen Mann, den gibt es hier bei mannschaftsbus.de. Einfach draufklicken.